wie viele waren das beim letzten Mal? Also ich hatte ja schon gesagt, so den Altersdurchschnitt senke ich massiv. Vielleicht sind die alle älter. Deutlich. Wie viele waren beim letzten Mal da? Der Trainer, dann ich glaube mit mir so 7 oder 8. So um den Dreh. Anfangsruckler. Ruckel, ruckel, ruckel. Wir haben immer noch nur 2 liebe Freunde oder sind neue Sind gekommen? 4 wieder, ja. Ich habe mit den Kindern angestellt. Auf einmal waren sie dann da. Also, keine Ahnung, ob das vielleicht deswegen anlag oder so. Ich habe, beziehungsweise, ich habe, glaube ich, auch angemacht gehabt mit den automatisch anheuern. Aber Okay. Stand jetzt dürften sie ja nicht mehr sterben. Weil ich habe jetzt auch, das würde ich dir auch sonst empfehlen, vielleicht, wenn du halt nicht alles ausgeleuchtet hast, halt in die Häuser, hinter die Türen halt Pressure Plates zu machen, dass die auf jeden Fall zu sind, weil die machen die nicht immer zu, ja. Du gehst halt sicher, dass sie nicht sterben. Ja, mal gucken. Ist schon. Ich gucke mich jetzt hier gerade erstmal um, was du alles gemacht hast, wenn ich nicht da war. Ich sehe schon, die Town Hall hast du geupgradet, Also ich habe beziehungsweise hauptsächlich bauen lassen. geupgradet, ja. Ich habe die Entsprechend hast du Schmelze die erstmal da unten Schmelze hingestellt. runtergepackt. Ja, sehe ich schon. Kommt der eh weg da noch. Ja, da lasse ich mir dann noch was einfallen. Dann hier hast du ausgebaut. Welche Stufe ist der Baubilders hat jetzt? 4 schon. Okay. Was haben wir Nein, hier? Restaurant oder was ist das das? Restaurant, ja. Ja, bei dem bei mir, was ist da? Der braucht noch einen Jungle Wood. Ah. Aber keinen Jungle gefunden. In welche Richtung bist denn du bis jetzt schon? Hauptsächlich Norden, sag ich mal. Also in Osten, Westen und Süden so ein bisschen, aber eher nordöstlich so. Da kommt irgendwann Wüste, so ein kleines Stück und dann ein anderer, aber Dschungel ist noch nicht sehr. So, dann mache ich doch jetzt als Ausgleich dazu, dass ich gleich wieder sehr viel Terraformen betreiben werde. Ist noch nicht ganz Nacht. Oder legst du dich gleich pennen? Kann ich machen, ja. Weil dann nehme ich Bin halt mir hier froh, wenn wir jetzt ein noch einen Pack. E-System haben, ne? Ich steige durch die Kisten halt nicht mehr durch. Ja. Oh, da muss ich vielleicht sonst Ja, muss ich mal eben. gucken. Ich hatte noch mal einen gefunden. Da unten sind noch mal zwei drin. Der untersten Kiste hier. Ich weiß nicht, ob da irgendwas bei ist, ob das passt. Vielleicht haben Logic wir ja welche. Press, wir haben alle, die wir Ja, brauchen. also. Logic, oder? Im Moment, ich guck eben. Warte mal, jedenfalls glaube ich für die Storage Cells, da hatte ich ja beim letzten Mal nur geguckt. Genau, da ist der Logic Press und Silicon. Dann haben wir den ME Drive. Da benötigen wir den Engineering Press, den hatten wir ja. Nein. Ja, genau. Terminal. Genau, für das Crafting Terminal. Ah, da ist das Problem. Okay, dann fehlt uns jetzt nur noch der Calculations. Die Calculation Press. Aber das sind dann, glaube ich, auch alle, die es gibt. So, hier Ladegedöns habe ich hier hingepackt für Jetpack. Ja, ich guck gerade Silicon Logic Engineering. Dann lege ich mich jetzt hier eben pennen. Dann lade ich das Jetpack nicht Aufladen. mal komplett. Ah, das ist schon gemacht. Ah, wenig Energie. Jo, ich habe gerade die Dinge abgebaut, die Batterien. Ich hatte ja vor diesem, wo ich das Stromding da probiert hatte, da hatte ich jetzt Batterien gemacht. Die hatte ich jetzt einmal voll gemacht, fast. Bisschen. So. Papier haben wir auch genug auf jeden Fall. Ja, ich sehe schon, du bist ganz fleißig immer, während ich nie da bin. Ja, das gehe ich ja eher so dran, mal überlegen, wo Hast du da auch noch ein dann. zweites Haus hinten gebaut? Nein, das ist Ach nee, das ist einfach Bauernhof nur die mit Haus Bauern. dran halt. Und es ist die auf letzte Stufe, sieht halt passt mehr zusammen, ne?
mal in Richtung Westen ein wenig um. Mal eine Hacke geben. Mal her hier. Warte, womit hast du die Meteoriten aufgemacht? Mit dem Hepatition-Schemmer. Da wollte ich gerade eben eigentlich gemacht haben. Der war ja bei dir da in der Tinker drin. Also in der Kiste hatte ich ja den reingepackt, oder du machst du dann einen anderen? Nee, ich nehme den dann erstmal. Dein scheiß Ding wieder hier. Damit. Drin. Oh. So, dann jetzt Richtung fleißig die Westen. Nein, du sollst da keine Farm hinmachen, du Volldepp. Ich will aber. Hier. Kannst ihm doch nicht einfach verbieten, irgendwo was hinzubauen. Nee, weil der ist ja immer auf 5 eingestellt, auf 5 Reichweite. Ich mach nur 4 Reichweite. Jetzt hat er da, wo ich eigentlich nachher einen Gang mache. Brennung. Der ist da einfach ein Feld gemacht. Sonst macht er fast nie ein Feld. Jetzt macht er als erstes direkt Feld, wenn er irgendwo was hat. Aber ich finde auch jetzt bei dem Restaurant besser. Das hatte ich bei meinem davor nicht so. Dass die sich dann hinsetzen und dann da essen am Tisch. Aber okay. Bei dem, was ich letztes Mal hatte, sind die halt einfach immer nur hingelaufen. Zu denen haben dann direkt vor den Gästen. Vor dem ja, hatte ich auch so. Dark Oakwood hatten wir bei uns, ne? Ja, wir haben alles, außer Jungle halt. Okay. Fehlt noch. Ja, Jungle findet man ja immer relativ spät. Also eigentlich immer als letztes irgendwie. Ja, Mesa hatte ich auch noch nicht. Aber ich wüsste doch gerade nicht, was wir Mesa brauchen. Meine Erdbeeren sind nicht das geilste Essen. Jetpack fühlt sich an wie Lytra mit Feuerwerksraketen. Es geht, die Lytrin mit Feuerwerksraketen, da drückst du einmal und dann nimmst du richtig Speed auf. Das Jetpack muss halt immer wieder Leertaste drücken. Ja, die Lytra mit den Feuerwerksraketen, die sind schon nice, die gehen schon richtig ab. Den kannst du zwar schwierig aus dem Stand fliegen, aber... Ich meine, die sind gesund hier, ja. Die ernähren sich von Erdbeeren und Äpfeln. Ziehen die sich erstmal irgendwie 20 Erdbeeren rein, bevor die ansatzweise satt sind. So. Ja. Ich muss ja sagen, diese Hopper, diese automatischen, wo du pflanzen kannst, ist schon echt geil. Over the ocean. Weil hast du beim Jetpack ja die ganze Zeit dieses tolle Geräusch. Ja. Das war eigentlich die nächste Stufe. War die nächste schon Diamant? 7. Haben wir genug Diamanten? Ich hatte ja beim letzten Mal noch ein paar geholt gehabt. Wir sind bei... Wir sind bei 41. Okay. Also sollte machbar sein. Hey, ich fliege halt gerade leider über den Ozean, das heißt, ich kann nicht nachgucken. Ah, muss ich nur beschweren.
Immer wieder das Gleiche. Ja auch einen, anstatt einen Netherite könntest du ja auch einen Resonant Jetpack machen. Okay, das sind 4, 14, 14 Diamanten braucht man für die nächste Stufe. Mach ich mir doch mal eins schon mal. Wir brauchen halt auch jeweils 2 Blaze Rods. Dann halt nicht. Beyond the Sea. Glaube ich keine mehr. Beyond the Sea habe ich gerade gar keinen Text zu im Kopf. Was haben wir hier Schönes? Im Village. Home Sweet Home. Ah ja. Was haben wir hier? Pneumatic Craft. Ah, guck mal. Das war doch irgendwas, was du beim letzten Mal. Druck, ja. Ist hier ein bisschen was an Zeug. Oh, ja, hier ist ein Air Compressor. Oh, du kannst du ruhig mitnehmen, ja. Display Table. Ja, mit der Pistole und so weiter. Juvendo. Ja, gut, Blues, ne? Ja, Pneumatic Wrench. Wrench. Haben wir noch? Reinforced Brick. Ja, lassen wir mal. Display Table. Und hier sonst noch was Interessantes? Da ist noch ein interessantes Haus. Ich werde Zambi nicht fragen. Oh, Sandra sehe ich auch so. Wenn ich dich nerve, ist es kein Problem. Ich kann auch einfach abhauen, Sandra. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst und willst, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ach, hier ist ein Immersive Engineering Ding. Okay. Terracotta nehmen wir auch mal mit, wenn es hier schon ist. Ja, brauchst du nicht. Mir egal. Du willst, ja, aber ich hatte. Ja, was soll das Dorf hier damit denn schon großartig anfangen? Ja, gut, aber ich hatte noch Clay abgebaut, weil ich halt auch was brauchte. Weil, wollen wir mal, ein Terracotta davon, ein Terracotta davon, Terracotta davon. Klauen denen hier jetzt ja auch ihre Ziegelsteine. Würde mir jetzt auch nicht sagen, ja, da habe ich ja wieder diesen Turm lieben geschätzt. Also diesen, ne, super Turm, wo du einfach schön oben alles abbauen kannst erstmal. Dann hast du erstmal genug Ziegeln. Ich hoffe, du hast dann markiert, wo der Turm war, dass man den hinterher noch plündern kann. Sehe ich auf der Map. Sehe ich, wo der ist. Ja, wenn du ihn abgebaut hast, ja schlecht. So, was anderes als Ozean wäre jetzt auch mal schön. Da ist noch so eine Slime-Insel, da kann ich mal schon mal mitnehmen. Die Werkzeuge später. Ah ja, irgendwo war der. Hast du die letzten Säulen gefunden? Was? So ein Turm? Ja, der ist. Naja, ich meine hier. Eigentlich sehr, sehr südlich. Man weiß nicht, wenn du hast den Stream ja auch nebenbei offen. Hier oben ist ja Kolonie. Hier ist er. Ja. Warst du eigentlich hier unten bei dem Meteor oder wo warst du? Okay. Ich war bei. Ich meine ja und. Da war noch irgendwo einer in der Nähe. Da, wo der Turm ist, weiter südlich davon, da war ich auch. Und irgendwo nördlich noch. Da war auch was. Glaube ich. Ah. Ja. Und weiter gen Westen. Ich werde mich sehr wahrscheinlich dann hinterher zurückporten, aber mein Gott, wir spielen auf dem Server. Da ist das ganz normal. Ja. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, viele tausend Blöcke ein Jetpack leer fliege, wo hier einfach nur Ozean ist. Ich will ein paar Monuments machen derzeit. Wir bauen bald ja Prism dann für die höchsten Stufen. Wenn ich eins finde, sage ich Bescheid. Ja, kannst ja schon mal reingehen dann. Hier sind auch. Ja.
Hier sind Korallen. Habe ich nicht gerade diese beschissenen Lanterns da reingepackt? Oder waren das denn? Ha. Das ist so ein Vorteil am Jetpack. Man kann, während man mit dem Jetpack liegt, essen. Das geht mit den Elytren nicht. Also ich gehe davon aus, dass irgendwo hier in dem Ozean, wo ich mich gerade herbewege, wahrscheinlich irgendwo ein Monument ist. Ja, ja. So gewaltig wie der ist. Ausgehen. Ich sehe hier auf meinem Weg nichts anderes als Wasser. Wasser, Wasser, Wasser überall. Doch ich habe nichts zu trinken. Ey, ich wollte keine Chains. Aus Iron Nuggets und Iron Ingots Laternen zu machen. Makes sense. Easy. Jetzt würde ich mein Maus-Hobby den nochmal. Geil, eine kleine Insel. Direkt wieder nur Wasser. Ja, Santiano ist super, aber die haben noch deutlich bessere Lieder. Kannte ich mal einige auswendig von. Also sollten wir jemals irgendwo Wasser abpumpen müssen, ne? Ich weiß wo. Fun. Kannst du einen Wassergenerator machen? Ich meine, gibt ja diese Wasser noch irgendwie mit Wasserrädern und sowas? Ja, bei Immersive Engineering. Hier. Molente. Okay. Round. Endlich mal Land, endlich mal was anderes als Wasser. Dafür habe ich jetzt hier Wüste. Ich glaube, von Aelstorm hast du mir auch schon mal irgendwas gezeigt, ja. Häfchen. Hallo Häfchen. Ich habe es manchmal einfach so, ich laufe random irgendwo rum und dann Hasen, Fell oder irgendwelche Tintenfische, weil die sterben sind. Ich habe den Magneten nochmal geupgradet auf elf Blöcke. Merkst du dann schon, wenn dann Klamotten von sonst wo anfliegen. Oh, guck mal, noch ein NPC-Dorf. Yippie. Oh, Heuballen. Oh, viel Spaß damit. Brauchst du für so viele Gebäude später, ne? Ja, gut. Nicht so, dass ich jetzt da nicht Farm am Laufen habe immer ganze Zeit. I don't give a fuck, mate. Oh, was soll ich machen? Damit. Macht Dominik eigentlich hier drin? Hat er wieder keine Lust zu arbeiten? Ich gehe davon aus, dass er es nebenbei einfach laufen lässt. Ja. Oh, und ein Waystone haben wir hier auch. Sehr nice, nehme ich mal mit. Das aktiviert wenigstens. Wenn ich ihn abbaue, da bringt mir die Aktivierung auch nichts, oder? Irgendwelche interessanten Gebäude. Ja, auch nochmal zwei von Immersive.
ausreichen. Leuchten heller? Lag. Ah. Game. Ist jetzt der bereit? Geh weg, Creeper. Oh. Alter, ey. Du hast das Bett bei dir. Ja, zu den für einen Zombie. Rüstung. Like, give me your Rüstung. Wie sollten die Viecher auch irgendwas droppen? Also ich hatte gestern einen, der... Alter, die ist schon wieder das Scheißfeld. Ich bin mir auf den Piss, die Olle. Wenn die das Feld, die Farm halt umbaut, dann macht die halt mir ganz viel Fehler wieder in den Arsch. Akazia hast du auch schon? Ja, ja, wie gesagt, nur Jungle nicht. Jungle gar nicht. Oh, gib mir das Nerven. Vieh. Boing, boing, boing. Schon wieder fast vergessen, wie lustig das mit der Feder ist. Ja, so viel zum Festland. Backup. Ne, doch nicht, war nur bei mir. Ach ja. Das Wasser, mein treuer Begleiter. Vorteil ist, jetzt sind wir noch nicht so groß, dass wir halt die ganzen nervigen Krankheiten haben. Statt jetzt. Ja, wir hätten aber auch momentan kein Krankenhaus. Wir müssen denen selber immer Karotten so hinschmeißen. Na gut, das würde vielleicht Problem ja lösen, wenn du einfach nur Karotten und Kartoffeln roh zum Essen gibst. In Theorie müsste das ja auch reichen. Ja, ist richtig. Müsstest du allerdings das Backen von Kartoffeln im Restaurant ausschalten. Ausgeschaltet, die haben schon wieder irgendwann einen Rotten Flash irgendwo hergekriegt oder gefressen. Kaputtes Schiff. Ja. Nehmen wir mit. Seht ihr das schon, wenn dann die ersten Barbaren kommen und schön Piraten und die parken neben dem Schiff direkt neben der Brücke oder so? Na, wahrscheinlich. Würde mich jedenfalls nicht wundern, sagen wir es so. Guten Tag, möchten Sie mit uns über Gott sprechen? Nö. Kannst dir Gott sonst wohin stecken? Ach, da unten. Schnee. Bei mir bleibt dabei, es ist so schön, nicht auf Fallschaden achten zu müssen, ne? Ja, mein Gott. Fallschaden, was ist das? Ja, das frage ich mich auch. Was ist schon Fallschaden? Aufpassen. Quatsch. Aufpassen. Feder an und gib ihm.
wundert sich, dass ich auf dem gesamten Weg hier noch kein Meteor irgendwo links oder rechts gesehen habe. Ich meine, mich wundert es nicht, dass ich noch keinen Dschungel gefunden habe, weil die verdammt selten sind, aber... Erzähl mal, was hast du denn heute so gemacht? Ich habe nämlich gerade nichts zu erzählen, während ich hier einfach nur übers offene Meer fliege. Morgen, dann war ich einkaufen. Dann habe ich geschlafen. Ich. Ja. Toll. Ja, was soll ich sagen? Schlafen ist eine gute Sache. Das ist richtig. Schlaft alle. Wenn ich hier weiter nur übers Meer fliege, könnte man dabei einschlafen, das ist richtig. Jawohl. Ist auch gar nichts bei dir, der irgendwas anderes ist, ne? Wirklich. Ist hier ständig nur Wasser. Aber jetzt gerade ist hier eh alles schwarz irgendwie. Oh ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für den Server gerade auch eine ordentliche Auslastung ist, dass ich mittlerweile 11.000 Blöcke nach links ins Minus bin. Ja, portet der einfach zu mir wieder zurück. Strand mit Kaninchen. Das hat auch wieder hier nur so ein kurzes Stück Wüste. Kakteen, yippie. Ah, und noch ein NPC-Village. Noch ein Waystone. Yippie. More Waystone. Sandy Waystone. Oh, was haben wir denn da vorne? Ein schönes Haus. More Gold. Stone. Man doch was anderes außer nur Rumpf. Baust du auch Sachen ab? Ja, yippie. So, was ist das da? Sehen wir hier von deinem. Genau, ja, keine Ahnung, ich hab da noch gar nicht jetzt so. Nehm's trotzdem mit.
Ja. Wie sieht ihr denn aus? Codex Arcana. Naja. Ja, das ist das Startding, was du brauchst dann. Send bei dem Kopf. Even more stuff. Oh. Volles Inventar. Ja. Genau, das Haus wollte ich noch. Mal hier unnötiges. Da. Da. Mal geh mir doch mal aus dem Gesicht, Villager. Töte ihn einfach. Ich mal kurz beim Thema Santiano waren. Fersengold ist da an vielen Stellen auch sehr ähnlich. Was bis wenn mir den Schwachsinn geht, wäre da Hörbe und die Pulveraffen. Bei dem Namen wundert mich das nicht, dass die Schwachsinn in die Richtung gehen. Was bist du für ein Haus? Okay, noch mehr von diesem Mana-Ding. Da. Ne. Prinzipiell wäre eigentlich dann sinnvoll weg. Die Sache ist natürlich dann. Man muss ja gucken, dass man dazu kriegt, die Typis, dass die auch dann wirklich über die Brücke dann rüberlaufen und nicht immer durchs Wasser gehen. Naja, sagen wir es so. Da wird hinterher eine Mauer sein in die Richtung. Also auf deiner Seite dann halt, ne? Ja. Okay. Das heißt, die werden, um auf meine Seite zu, also um auf die Seite der Burg zu kommen, werden die definitiv die Brücke verwenden müssen. Ich will halt jetzt eigentlich nicht so quasi so extrem in die, sagen wir mal, Breite gehen, sondern eher so flächiger werden mit dem aus. Das heißt, Baumfäller vielleicht hier hin? Glaube ich gar nicht so schlecht. Ah. Gut, wir brauchen jetzt eh hauptsächlich Oak. Klar, mal andere Sachen brauchen wir auch, aber nee, nicht eher viele. Weniger. Das eher weniger. Auch eine schöne Rucksack-Alternative, diese Wooden Storage-Dinger. In den Dingern von Immersive Engineering in diesen Crates bleibt einfach das Zeug drinne. Was du da reinpackt hast, ist äußerst nützlich. Mein Inventar nehme ich dann erstmal wieder ein bisschen leerer. Ja, das ist richtig, wie die Schalker-Boxen. Nur, dass du halt für die Crates halt einfach nur eine Axt brauchst, um die wieder abzubauen. Oh, hoppala. Und die halt auch schon deutlich früher kriegen kannst. Ich weiß gar nicht, hier so ein... Storage Crate. Kost nix. Das ist treated wood. Kannst du machen, ich hab den... Ja, eben. Ja, brauch ich nicht machen. Ich bin gerade durchgegangen, was man dafür braucht. Hier. Der Ofen ist mir wurscht. Testweise, weil ich brauch. Bleib doch stehen, ich will dir Dünger geben, Kollege. Ja. Meine Feder ist weg. Ich hab mir eine Feder in einen der Dinger gepackt.
doch mal eine Sense. Da ist meine Feder. Nein, ich wegrennen. Du kriegst doch eine Sense. Ja, das ist richtig. Jetpack kriegst du auch sehr schnell. Das Jetpack musst du nur in den Nether. Und für die Elytrin musst du ja hinterher den Enderdrachen besiegen. Easy Mode also. Quasi. Dafür muss man fürs Jetpack noch gleichzeitig irgendeine Form von Energie mitbauen, damit man es auch immer wieder aufladen kann. Ja, wobei, also ich sag mal, wenn du halt Windrad nimmst oder auch Ladezellen, die kriegst du ja auch recht easy. So. Ja, aber du musst es trotzdem erstmal bauen. Klar, klar. Jetzt habe ich noch 2% im Jetpack. Gucken, wie weit ich noch komme über den nächsten Ozean. Wie weit, kann ich dir sagen. Ich bin weit genug gekommen, dass hier zumindest wieder quasi die nächste Insel ist. Vielleicht gibt es hier mal irgendwas. Also, dass ich halt immer noch keinen Dschungel gefunden habe, ne? Ich meine, lustig finde, wir haben ja bei uns massig Sumpf, ne? Wir haben direkt neben uns ein Sumpf, dann nach rechts ist ein Sumpf. Nach Süden ist ein Sumpf. Ja, aber dadurch, dass du hier die Slime-Inseln hast, ist der Sumpf verdammt nutzlos in dem Modpack. Das stimmt eigentlich. Ja, wobei, wenn du Salz brauchst, ich weiß zwar noch nicht wo, also eigentlich Salz brauchst du nicht so wirklich. Weil aus den Salz machst du halt nur Blöcke. Kannst gar kannst so sie machen. Chemical Oxidizer kannst du benutzen, Item ja. Gas. Die Salzblöcke kannst du für Fassaden nutzen. Ja, hurra. Also. Hurra. Du könntest als Deko. Let's go Salz holen aus dem Sumpf. Ja, du. Wahrscheinlich hätte ich in gewissen Punkten einfach nur entweder ein Stück nach links oder rechts gehen müssen, dann hätte ich einen Dschungel gesehen. Aber Dschungel ist ja eigentlich nicht so, dass der unbedingt zwingend neben anderen Biomen ist, ne? Wenn man halt nach Wüste suchst oder Savanne, die sind halt immer nebeneinander, so in der Nähe ungefähr, ne? Aber. Ja, häufig, auch nicht immer. Aber ich weiß, was du meinst. Hier ist halt auch nirgendwo ein Meteor. Ich da sonst zumindest nächste Calculation Press kriegen würde. Auf der ganzen Reise hier. Frage. Ein Holzfäller oder mach ich zwei Holzfäller? Ich glaube, einer reicht für den Anfang. Eigentlich schon. Dann habe ich halt hier die Farm. Würde hier hinter dann der Weg darüber gehen. Oh Mann, ey. Ist einfach nix. Dreifach. Was? Schon 3 AW sein. Und da ist das Jetpack leer. Das heißt, ich hüpfe jetzt hier nur noch so lange nach links, bis der nächste Ozean kommt und dann porte ich mich zurück. Ich werde bestimmt nicht durch den nächsten Ozean mit den Größen, die ich hier bis jetzt hatte, durchschwimmen.
Schlaf. Gehst du gleich eben pennen oder lässt du wieder die Nacht durchlaufen? Laufen lassen. Egal. Soll ich eben Naja, gehen? das wäre ganz nett. Dadurch, dass ich hier die ganze Zeit Richtung Westen renne. Ja, ich wurde gerade zurückgeportet. Moment. Ja, same. War ich aber wieder bei deinem Feld? So. Brauchst du irgendwelche Blumen? Hier ist nämlich gerade so ein Blumenfeld. Rote, gelbe kannst du mitbringen, sonst hier halt die Löwenzahn, die roten da. Fürs Krankenhaus sonst. Ja, genau die sind hier nicht. Ja, das bringt einfach irgendwie welche Blumen mit, wenn du was hast. Fahr warm wir hier mal zwischendurch. Bin ein Blumenkind. Blau, Cyan und Light Ah, guck mal, Blue hier sieht halt sind. fast gleich aus, so. Eigentlich. Hier sind doch schon mal immerhin die. Was sind das? Poppies. Von dem haben wir gar nicht mehr so viele. Die Gar keine. brauchst du später. Ja, aber ich brauche halt rote Farbe. Ja, aber die brauchst du ja auch später fürs Ja, gut. Krankenhaus. Kann man ja nach ganz später kannst du ja auch die Blumenladen bauen. Ja, oder einfach Bone Meal auf den Boden spammen. Da sind noch die gelben. Ist noch Löwenzahn. Nehmen wir auch mal mit. Überlegen, ob ich den Weg Was da haben wir hier irgendwie jetzt? mal drum mache. Meneglin. Da ist ein Meteor, immerhin etwas mal. Meine Güte. Endlich mal was gefunden auf der Reise hier. Meteora, hieß das Pferd nicht von links so? Mal, Meteora? Nee. Muss mal eben ans Telefon. Ich mache hier mal eben mal Pause. Ach, Epona, wie kam ich jetzt auf Meteora? Kennst nicht Meteora, das Pferd von Link. Aufgrund des guten Wetters heute doch schon um 19 Uhr draußen statt. Ah, ich hau heute doch schon früher ab. Ah, hab ich doch gesagt, erst um 20 Uhr. Es ist heute um 19 Uhr. Ja, aufgrund des guten Wetters heute dann doch noch mal früher draußen. Was haben wir da? Inscriber? Ja, nice. Jetzt haben wir alle Dinger, die wir brauchen, um mit dem ME-System durchzustarten. Ne, Inscriber hattest du ja schon gebaut, ne? Schreiber steht schon, ja. Okay. Warte, sonst kannst du in den schon mal. Ja, Storacke. Ich kenne sie nicht, die Storacke. Cell. Weil wir Wir machen wollen dann jetzt ja. Fuel Cells machen, ne? Nee, nee. Das musst du Ja. mir nicht sagen. Okay, was denn? Wer von uns hat die da letztes Mal Bla bla reingepackt bla und bla bla. wundert sich, dass er nichts Was reintun willst du kann? da reinhaben, Diamonds? Nee. Ich guck gerade, ob wir. Ba, ba, ba. Sollen wir direkt die 4000er machen? Machen können, why not?
Dafür brauchen wir sowieso erstmal ein paar 1000er. Und zwar brauchen wir dafür Logic Processor. Dafür müssten wir vorher allerdings auch Netherquarz einschmelzen für Silikon. Und ansonsten in den Inscriber immer wieder mal, sagen wir so, 30 Goldbarren reinpacken, zusammen mit der Inscriber Logic Press. Der einzige Nachteil ist, du musst den Goldbarren immer wieder selber reinpacken. Genau, und dann erstmal 30 von den Printed Logic Circuits. Und halt, wenn wir noch haben, Netherquarz. Ja, habe ich gerade Den einen, schmelze Ofen. ich gerade einen. Was ist da oben? Spruce. Dann, wie gesagt, suche ich hier 30 jetzt von den noch. goldenen erstmal. Ja. Ja, die brauchen wir so oder so, wenn wir später die noch größeren machen wollen, brauchen wir die sowieso. Und ich suche dann hier noch weiter nach Jungle und wenn ich dann gleich zurück bin, dann kümmere ich mich darum, dass wir das ME-System da stehen haben. Ja, können wir erstmal irgendwo hinstellen, dann um nachher dann. Und dann sind wir die ganzen Kisten los. Ja. Kannst ja prinzipiell auch einfach das dann diesen Import-Gedöns machen, dann brauchst du es auch nicht mal umpacken selber. Dann kannst du da einfach alles reinziehen lassen. Ja, gut. Ganzen Strom leer. Also, ob du jetzt dahin gehst und dann die ganze Kabel verlegst, um die Sachen da reinpumpen zu lassen. Oder ob du hingehst und einfach eben einmal die Kisten alle abbaust und die Sachen selber da reinschmeißt. Das ist ein Muss ja nur den großer. Auto-Pickup vom Rucksack ausmachen, dann stehst du da mit dem Magneten und spammst Shift-Links-Klick. Also. Ja, halte ich nicht für Sinn. Das denke ich mir. Mann, jetzt bin ich voll auf Musik eingeschossen. Schon die Pentakill-Songs gestern gehört. Nee, tatsächlich nicht. Ich würde sie ja jetzt laufen lassen, aber ich gehe davon aus, dass die nicht copyright-free sind. Glaube nicht. Aber ich hatte jetzt gesehen, der neue Skins ja wieder. Ich meine, Trindamere braucht keiner, aber Lohn-Skin, der sieht sogar nice aus. Dawnbringer, ne? Ja, irgendwie, glaub, die Oder? heißen Dawnbringer oder Also es irgendwie so gibt oder Dawn. Dawnbringer und Nightbringer-Skins kommen jetzt, hatte ich Wenn die wieder gesehen. Dawnbringer heißen und so, dann auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall not bad aus. Ich meine, Trindamere braucht kein Schwein. Who Und vor cares? allem hat Trindamere doch eh schon so unfassbar viele. Ja, Morgana kriegt auch wieder jemanden einen Dawnbringer. Also. Ich bin ja der Meinung, Champions, die schon Legendaries haben, ne? Da ist das rausgeschmissen, Geld da noch neue Skins Es ist halt rauszubringen. immer so, ne? Champions, wo sie nicht genau wissen, wie ist der State davon, hauen wir erstmal einen Skin raus. Ne? Morgana hat es kurz gebufft, oder machen wir erstmal noch? Mein Trindamere können sie auch deleten. Ich habe ja genauso wie ich sagte, ne? Mit dem Yuumi-Buff ist genau die Intention von denen her, ne? Dass sie halt im Early was machen. So, weil sie dafür ja belohnt werden. Aber es wird trotzdem genug Leute gehen, die denken, fuck you, bleib einfach auf meinem Ziel drauf und mach gar nichts außer E drücken. Ich finde viel interessanter. Also einerseits, dass Johnny macht jetzt die Patch Notes Rundowns, weil Maxim die ja nicht mehr macht. Finde ich ganz interessant. Eine Sache, an die ich gar nicht gedacht habe. Der Draven Buff ist zwar für Solo Queue so relativ irrelevant, aber für Warum denn? Competitive nicht. Nö, weil du kannst ja timen, je nachdem, damit. Nee, da wird es auch eher passieren, dass halt Draven einerseits nicht so häufig stirbt. Und auch nicht so viele Kills kriegt. Das heißt, da läuft ihr dann gut und gerne mal irgendwie mit 200 bis 300 Stacks rum. Aber ich meine, da kannst du es ja absprechen, so, yo, da ist gleich jemand, low, hau mal deine Ulti da rein, vielleicht kriegst du den ja. Ich meine, das wird jetzt auch nicht komplett broken sein, so, ne? Das Ich, wird halt. ich. Im Competitive könnte Ice-Cap. das verdammt stark sein. Ja, jetzt mal gucken. Wie oft wirst du da draven? Das ist halt auch eine andere Sache noch. Brücke hat gestern sein Bootcamp aufgenommen. Hat man Tolkien im Hintergrund gehört? Achso. Ja. Naja, der hat gestern die. Den Patch Notes Rundown. Ja, die sind jetzt ja im Bootcamp. Ich hatte auch gestern ein Video schon von Tolkien geguckt, wo Brücke die ganze Zeit im Hintergrund hin und her läuft. Ist auch immer toll, wenn dann ein Brücke da sitzt und wieder im Stream richtig abrantet, so.
Du hörst die anderen so, ja, jetzt braucht er halt die Fresse. So, ich lasse die Logic-Dinger, die Golden immer da drin, ne? Ja. Ding. Ja, ich werde mich jetzt auch zurückporten. Ja, ja. Merke ich gerade, achso. Nee, mache ich jetzt erst. Muss Silikon jetzt fehlt noch. So. Und dann kümmere ich mich da drum. Autsch. So, wo haben wir denn den Inscriber? Neben den Maschinen. Ach da, ja, stimmt. Silicon Press nehme ich hier noch mit raus. Logic Press ist da drinnen, ne? Die ist da drin, ja. Okay. Habe ich gerade den No-Way-Stream nebenbei offen? Kommt eine Einladung bei League, so, hey, ich hab kein League offen. So, die 30 haben wir schon mal. Okay. Silikon. Achso, bist du gerade am Einschmelzen? Nice. Und ich da auch noch auf die 30? Ne, oben. Ja, ja. Im Hoppern. Ja, ja. Du hast eine leichte Verzögerung, ich sehe sie schon. Achso. Okay, stimmt, ja. Machen wir die jetzt nämlich auch. Guck ich nebenbei. Genau, und dann hole ich auch schon mal 30 Redstone. Diamantenwert, das ist halt auch ein bisschen was kosten. Oh mein Gott. Quarzglas brauchen wir dann auch noch. Das heißt, wir brauchen entweder Zertusquarz oder Netherquarzdust und Glas. Das heißt, wir brauchen dann Pulverisierer oder? Ja, da gibt's sonst auch. Moment. Was ist das? Ist das entweder das Handding da? Ja, das ist der Quarzgrindstone. Den brauchen wir. Halt eine Maschine können wir auch machen. Ja, ich mache einfach eben den Grindstone. Der kostet ja nichts. Haben wir noch Quarz irgendwo? Nee, aber ich kann es eben holen. Ich nehme einfach das, was hier ist, was noch sonst gecraftet hätte, raus. Was brauchen wir denn da? Polished Reinforced Stone Andesit. Achso. Ja, ich hab da irgendeinen Scheiß mittlerweile einfach reingeschmissen. Oh, Koppel. Natürlich ist hier erstmal ein Baby-Zombie am Portal. Die. So. Andesit. Also ich brauche jetzt gerade. Ja, wobei doch, wir brauchen noch mehr Netherquarz. Stimmt, ja. Lantern Wrath. Das, genau. Holz. Ich und mein Holz. Holz. Schon abgeschossen hier. Die Basaltbiome, ne? Vor allem, dass wir immer in der Nähe von so einem Ding das Portal kriegen. Das ist doch super. Ich meine, dabei auch das andere, aber. Ja, wenn du Magma Cubes brauchst, dann ist das toll, ja. Erstmal jetzt hier schön drehen.
Verdammt, wir brauchen sogar noch mehr Silikon, okay. Ja, gut, Problem. Ich will ja gerade Nitterquarz. Ja, ich mache jetzt zwar dann 30 von den einen, aber wir brauchen dann auch noch mal... Für die 4000er brauchen wir auch noch mal Silikon. Lava. Schon mal gucken, ob wir irgendwo noch Glas haben. Hier ist überall Lava in der Hölle. Faszinierend. Ah, wie sind jetzt so viele von euch Arschgeigen hier? Ich will nur kurz das Kobalt hier mitnehmen, Kollegen. Schön. Da haben wir Glas. Doch, Chinesen. Ja, schon mal 8. Das reicht für genau 8 Festplatten. Mal gucken. Dürfte erstmal für den Anfang reichen. Muss ich mich aber leider mal dazu fragen. Teil niemals wieder. Hui! So, was ist nur Silikon oder nur das Quarz? Gerade, wenn ich überlege, noch keins von beiden. Beziehungsweise macht man noch ein bisschen Silikon. Ist ja egal, wenn man es hat, hat man es. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Kann ich erstmal alles hier reinschmeißen, wird gleich hier im E-System ballern können. Ja, ich wollte gerade sagen, schmeiß einfach jetzt einfach alles in die Kisten, drauf geschissen wurde ist. Genau, ich kann auf jeden Fall die irgend so ein Zeug, was nicht in den Komposter geht, in den Komposter reinwerfen. Kannst sonst, wenn du Lust hast. Was wir gleich nämlich auch brauchen, sind Fluix Crystal. Dafür musst du ein Charged Certus Quarz, ein Nether Quarz und ein Redstone Dust in Wasser werfen. Ja. Ja. Wie viel haben wir noch? Wie viel brauchst du? Dann mach alles. Mach alles. Also von dem 11 Nether Quarz oder 11 Charged? 11 Charged, also von den Dingern haben wir noch da. Ja, dann mach alles. Schmeiß einfach rein. Charged haben wir keine mehr. Die Charged Certus Quartz haben wir keine mehr, ja, dann... Die alle verballert, also 11, wir haben 11 Fluix noch. Achso, wir haben noch von den Fluix-Crystallen haben wir noch welche. Ja, ich musste ich weiß gar nicht mehr wofür, aber irgendwo wofür muss ich machen. Ah, für den Inscriber, glaube ich, muss ich welche machen, ja. Okay, ja, das ist gut, weil wir brauchen Fluix ME-Cable. Dafür brauchen wir Quarzfiber. Okay, wir brauchen noch mehr, Nether Quartz Dust. Falls du da Lust drauf hast. Also 3 habe ich noch. Würde. Ja. Wir brauchen definitiv ja ein paar von den Kabeln für das ME-System. Dreh dich im Kreis. Kann ich nicht auch einen der Villager abstellen hierfür, für der Bewohner? Nee. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ging, wenn du so eine Redstone-Clock da drüber packst, da oben drauf, dann dreht er den automatisch. Ich meine, das ging so. Oder du prügelst da weiter drauf ein, wie du magst. Reichen 14 oder brauchst du noch mehr? Ja, schmeiß mir erst mal hin. Oder ist da noch drin wahrscheinlich, ne? Ja. Ich guck erstmal, wie weit ich damit komme und dann. Kann ich eben erstmal die Holzfälle schon mal vorplanen, ja.
Frage. Das muss ich auch alles einzeln. Ich geh einfach hier rein. Loch. Eben was gucken. Haben wir noch irgendwo einen Hopper rumfliegen? Müssten Kisten drin sein, den Klamotten da, haha. So. Ja, Oak sieht ja auch ganz gut aus. Holzfällerhütte. Besser als die letzte. Okay, funktioniert nicht. Schade. Beziehungsweise ich müsste halt an mehr Ecken den Hopper dran packen. Hier war so toll. Ja, wir sind auf dem Tournament Client. Der Chat fragt, dürft ihr den Kleinen doch gar nicht zeigen? Oder wieso? Dürfen wir den Kleinen zeigen? Eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir es lieber. Macht er irgendwie jedes Mal, wenn der auf dem Tournament Client ist. Wir dürfen nicht zeigen, aber ich zeige ihn trotzdem jedes Mal. Wer denn? No way, oder? Ja. Ja. Weil eigentlich soll man den ja nicht zeigen, weil ja teilweise an irgendwelche Leute drauf sind, ja. Beziehungsweise geht's ja da eher um Custom Matches, wenn du da reingehst. Dass man nicht sieht, wer gerade mit wem scrimmt und sowas. Aber. So. Ich glaub, so ist. Da noch mit anfüllen. Da ist Holz verlöscht. Da das Ding zu machen, die Höhle. Ich kann dir schon mal sagen, ja, ich brauch noch mal was von dem Dust. Ja. Wo hast du den Nether Quartz hingeschmissen? Hinten in die Erz? In der vorderen Kiste von den Dingern, ja. Ich glaub, hier ist das gut. Dann kann ich hier schön mit Bäumen arbeiten. Ich weiß eins, wir werden auf jeden Fall mehrere Kuriere brauchen. Damit die Klamotten von hier unten da oben hinkommen. Schon. Oh, hallo. Was tut denn hier? So. Das ist hier so ein komisches Ding, wo diese Vasen drin sind. Diese Loot-Vasen. Funktioniert das doch nicht mehr. Yay. Yeah. 3 Karotten, 2 Fäden und 2 Federn und Faden. Yay. Big Loot. Okay, das mit der Glock funktioniert doch nicht mehr. Schade. Halt selber kurbeln. So. Schöner. Dominik hat mir ein Foto geschickt. Mal gucken. Also abgesehen davon, dass ich auch wieder 15 Nachrichten habe. Busy. Es gibt Menschen, denen der Geduldsfaden schon beim Einfädeln reißt. Ja. Kommt immer auf mein Gegenüber an. Ja, wenn ich mit dir mal reden muss, da geht mein Geduldsfaden auch gut irgendwann, hast du recht. Anstrengend. Bestimmt. Selber. Bestimmt so rum und nicht andersrum. Noch hier drin? Ja. Ich habe festgestellt, Dominik,
Wir müssen öfter, muss Pascal einfach sich beschweren irgendwie. Das haben wir bei TFT mal. Er muss sich immer hart beschweren, weil er nichts kriegt. Und dann wird er Dritter oder so, oder Erster. Das sollten wir in Games auch machen. Wenn keiner spielen darf, beschwert er sich einfach die ganze Zeit und dann gewinnen wir einfach. Ist jetzt nicht so, als hätte ich mich beim letzten Mal nicht beschwert, dass ich nicht spielen dürfte. Ja, gut. Aber nicht richtig. Weil irgendwann kommen die mit so Goldbeuteln runter und sagen, hier, nimm. Wo sind denn die Fluix-Dinger? In der hinteren Kiste. Von den Gedünster. Aber Dominik weiß das, dass ich mich nur beschweren muss. Ah, die letzten 20 nicht unbedingt. Also es waren schon viele, aber definitiv nicht die letzten 20. Die Sache ist halt so, ich will ja auch nie spielen, so wie ich teilweise spiele. Na, da kann ich mich halt nicht beschweren drüber. Na, das stimmt wohl. Ich erinnere mich so an das Pike-Game, da wollte ich auch einfach nicht spielen. Ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Ja, du musstest ja auch Gott sei Dank nicht mehr spielen. Gott sei Dank musste ich auch nicht spielen, ja. Haben sich Gott sei Dank andere drum gekümmert. So, ich habe ja die ganze Zeit nichts getroffen, kein Nichts, kein gar nichts. Du hast, glaube ich, Ashe gespielt, ne? Ja. Senna, genau, so. Dadurch, dass du einfach Senna warst, konnten die halt nicht viel machen gegen uns. Du hast mich halt alleine ausgeglichen. Hauptsache, du machst da wieder uns draus. Ja klar, du bist nicht alleine da unten, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Sehr oft, sagen wir mal so. Ich bin Teil des Teams. Ich bin zwar nicht richtig vorhanden, aber ich möchte inkludiert werden. Genau. Ich habe auch Millionen mal gesagt, dass ich nicht übertreibe. Brauchen dann auf jeden Fall gleich mehr Energie, ne? Ja, ich kann die Solarzellen gleich aufbauen. Noch die anderen. Vielleicht doch mal gucken. Tor. Ich glaube, ich gucke dann eher mal, dass ich da diese Bio-Energie. Er war ein wichtiges Mitglied des Teams. Ja, beschreiben wir es so. Ja, ja, Dominik. Du machst ja nie was in den Games, ja? Lul. I mean, it's not 100% wrong. Ja. Genau. Aber er macht teilweise halt nichts, weil er nichts machen darf. Ich finde die Games lustig, wo er dann irgendwie 0-7 von der Lane gehen darf, weil da jemand ein Zelt aufschlägt oben und trotzdem mehr macht als der Gegner. Hey, ich bin Rengar oder Seed, ist halt scheißegal. Ich stehe da mit 0-7 drin und tank dann trotzdem alles weg und böller die wie sonst was weg. Hast du Lust, nochmal Fluix-Dinger zu machen? Wenn wir noch Netherquarz haben. Haben wir noch? Charged. Achso, nee. Charged? Nee. Wir haben kein Charged Certus Quarz mehr. Ja, dann gehe ich mal in the mine, I guess. Es gibt auch einen Charger dafür, ne? Ist wie im Schulzeugnis, da darf nichts schlecht stehen. Was heißt denn der da? Der Charger dafür. Keine Ahnung, guck einfach unter Add Applied. Da müsste der irgendwo sein. Ja, erstmal A, Ü, Ü schreiben. Haben wir irgendwo eine Glowstone Dust? Ja, vorher ist da auch, glaube ich, war das.
Chart, bla bla. Driver, Quad Grinder. Charger, I guess, heißt der. Kann sein. Haben wir noch zwei Fluid Crystal? Nö. Deswegen brauche ich ja welche. Okay, dann gehe ich jetzt durch eine Mine. Deswegen, zack, weg damit. Ich habe nämlich gerade gesehen, wir brauchen für das Terminal brauchen wir einmal einen Annihilation Core und einmal einen Formation Core. Nee, warte mal, bauen die sich nicht komplett gleich? Ciao! Achso, nee, bei dem einen braucht man Certus Quarz und bei dem anderen braucht man Nether Quarz dabei. Okay. Braucht mal, das macht einen guten Spieler aus mit den Ressourcen, die man hat, was noch was anzustellen, ja. Wenn man Ressourcen, kriegt, dann kann man damit auch noch was anstellen. Er kann sich mit nichts viel anstellen. Klassiker. Mit wenig. Ja, geht darum, dass wenn du wenig kriegst. Ich fange ja auch mit viel nichts an. So. Sad but true. You suck. Ja, jetzt bin ich echt schlecht geworden. Also Vergleich zu sonst noch schlechter geworden. So. Fluorid. Calculation Process. So. Ich habe irgendwo noch Zertusquarz gehabt hier unten in dem ganzen Gedöns, was ich abgebaut habe. Oh, Redstone? Nee, ne? Ja, glaube ich. Drop a Certus Quartz seed made from Certus Quartz dust and sand into a puddle of water to make the process faster. Add Crystal Growth Accelerator. Brauchen wir auch noch. Sonst kriegen wir kein Terminal. Beziehungsweise nicht das Crafting Terminal. Und das ist so das Wichtige bei dem ME-System. Wir brauchen. Moment, jetzt habe ich es gerade weggemacht. Wir brauchen ein Pure Certus Quartz Crystal und dafür brauchen wir einen Certus Quartz Seed. Und den macht man aus Certus Quartz Dust. Also du brauchst eigentlich nur Certus Quartz Seed eingeben. Ach, sind die, die auch ins Wasser werfen musst? Ja, und die du dann eine Weile drinnen lassen musst. Ja, die brauchen auch einige Zeit. Mhm. Auf keinen Fall so, aber dann muss halt auch gucken, dass du dann der scheiß Magnet immer auslässt, weil sonst saugst du die Dinger immer ein in deiner Nähe. Ich dachte, man bräuchte Diamanten dafür. Ja, fuck, davon brauchen wir einige für die 4000er. Von Diamanten oder? Nee, von den Dingern, die ich gerade gesagt habe. Erstmal so hier unten, Zertus. Charge. Ist das Zertus Quarz, aber es ist kein Quatsch bei leider gerade. Dann machen wir immer noch mehr Silicon Presses nebenbei. Guck ich wegen. Mann, einfach anders. Dominik zieht mich jetzt einfach. Ranked Lull. Ich spiele jetzt einfach Premade Botlane. Ich spiel irgendwas und er spielt Bart und dann ist Jut. Oh, Diamanten. Ich bin einfach wieder Ezreal. Mache nichts damit eigentlich, aber bin hart gefeedet und werde durchgetragen. So, ich sag ja nicht, wo sag ich denn Celtus? Sehe ich nicht, Dominik. Ich höre das anders. Ich sag einfach nur Certus. Der sagt Celtus. Ganz einfach. Haben wir denn noch Sand?
Da haben wir schon mal welchen. Sand haben wir noch, ja. Ja, ich muss ihn nur finden. Da haben wir schon mal zwei charged. Das könnte tatsächlich schon reichen. Ja, wenn ich jetzt gerade hier unten bin, dann suche ich erstmal noch ein bisschen mehr. Das ist richtig. Baue ich erstmal mehr Wände mit dem Hammer ab. Was ist das mit dem Hopper? Weg der Fackel. Ja! Okay. Also wie viele brauche ich denn davon? Vor allem, wofür brauchte ich die? Für die Calculation-Dinge. Das heißt, da brauche ich einige von. Lava. Oh Gott, wir brauchen noch. Ne, dafür braucht man nur normales Zert. Kann man auch normales Zertes Quarz nehmen? Okay. Gott sei Dank. Frage. Damit an oder nutzt das damit aus? So, weg mit Cobblestone. Sackautomat. Spin to win till you die. Da 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 da. Lass mir die Fackeln jetzt hier aus der Hand nehmen. Kann ich nicht angehen, dass ich hier ständig Fackeln überall platziere. Läge. Brauchst du da, Kollege, hier mit deinem Herrn? Wollte ich noch wissen, brauche ich denn Gabbro? Kann man einfach mal Klamotten draus machen. Toll. Printer könnten wir damit machen. Oder einen Dimensional oder Dimensional Block. Tiny Planet können wir machen damit, easy. Ja. Kitchen Corner. Amaranthblock. Dinge, die Welt braucht. Oh, warte, nicht. Kitchen Corner, ja, braucht man. Hellfire Forge. Blood Mage auch wieder. Das Mobfilter. Allows Golems to walk through it. Large Stone Brick. Was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich normales Zertusquarz. Davon dürften wir doch ein bisschen noch was haben. Ja, es geht. Aber ja. Du baust ja gerade ab, ne? Nee. Ich baue ja gerade irgendwie alles ab. Ich buddel mich einfach hier überall durch die Gänge. In welche Richtungen? Oh cool, schon mal 5. Yay. Mit 5 davon können wir genau ein 4000er machen. Zertus, laba. Keine Fackel, ich will einen Block platzieren. Da ist noch ein Charge, nice. Ja, Mr. Creeper. Bist du auf K, Creeper? Bist du ja. Fuck you. Wie der Charge Zertus Quarz.
bist du denn? Ach, wer das Viech? Könnt ihr eigentlich? Gar nix. Musste nur dran denken. Diese Crates behalte ich mal im Inventar, dass ich auch dran denke, die hinterher leer zu machen. Fällt's im Inventar? Die Immersive Engineering Crates, damit ich auch hinterher dran denke, die leer zu machen. Weil bringt ja nichts, wenn wir irgendwelche Boxen, in denen Stuff ist, ins ME-System werfen, weil dann kommen wir an den Stuff nicht ran. Macht irgendwo Sinn, oder? Wie? Das ist mein Eingang. Da ist mein Eingang. Rein. Jetzt hat es gerade noch übersehen, Herr Charge. Mr. Creeper, verpissen Sie sich. Ja, komm, explodier. Sechs Zerte Charge kann ich dir jetzt anbieten. Ja, wir brauchen mehr. Wahrscheinlich. Und wir brauchen halt auch normales Zertus-Quarz, also. Aber dann kann ich ja gleich mal mit dem Charger gucken, ob das funktioniert dann. Na gut, aber dann brauchen wir trotzdem noch mehr normales Zertus-Quarz. Das musst du da reinpacken. Ja, habe ich jetzt gerade 24. Kriegt man ja schneller als Charge. Ich bin jetzt auch in die Mine gegangen, um davon auch noch was abzubauen. Kannst ja zu mir porten, oder? Nö. Bin definitiv scheinbar in einer Mine, wo du nicht bist, also. Nee, ich bin da, wo du markiert hattest. Okay. Also ich bin bei dir in der Nähe. Aber ich bin halt unten einfach straight up durch die Gegend bauen. Was? Mit dem Hammer. Da halt meinen. Dann. Ah ne, ich bin voll wieder. Ist der Sack auch voll, das kann raus. Oh, jetzt schon ins Kino. Oh, früh schon. Jo, dir auch viel Spaß. Jo. Ah, guck mal, da ist jemand. Hallo. Hallo, ich seh dich. Das ist nur auf der Map, aber ich seh dich. Was sagen? Kommen Sie runter zu mir. Ist das Skelett? Gehen Sie irgendwem anders auf den Keks. Gibt's hier auch was anderes als Skelette? Ja, diese komischen fliegenden Typis. Blaze für Arme. Also ich sehe hier nur Skelette. Gerade. Vielleicht da. Der Barren einschmelzen, um meinen Hammer zu reparieren. Ich glaube, wir haben nicht. Wobei es ja Copper und vielleicht sind auch drin. Guten Tag. It is what it is. Der gleiche jetzt, wo ich gerade war? Ja, gleiche. Ich finde immer so toll, wenn die Items unter dir rumschweben, weil deine Klamotten voll sind. Ui! Hallo! Hast du mein Item mitgenommen? Ja. Yay. Viel Spaß mit den Steinen. Ich sehe schon, hast dich hier einfach durchgebuddelt. Irgendwo da hinten geht's hoch. Ah, ich port mich hinterher einfach wieder zurück. Ja, ich wollte sagen, ich kann überall noch was sagen.
deswegen suche ich hier gerade nochmal ab. Nicht, dass ich direkt, als ich hier runtergekommen bin, Certus-Quarz an der Decke gesehen habe. Ach, da ist das Headset aus. Einen Moment. Ja, du kannst so viel reden, wie du willst. Hören tue ich dich nicht. Ja, geil. Du Arsch. Lul. Jetzt höre ich dich wieder. Hat keiner gehört? Ja, doch. Im Stream hat man es trotzdem gehört. Das Arsch hat man gehört. So, zack. Mehr Eisen. Ja, Mann. Ich hatte mir übrigens, hatte ich gar nicht gesagt, noch ein bisschen aufgeschrieben, so ihr kriegt noch ein paar Punkte mehr. Jetzt mal sachte Zeit oder noch mehr? Nicht so viel wie ich da gesehen hatte im Regelwerk, was eigentlich möglich wäre, weil ich dachte mir, okay, ihr habt so viele Punkte durch die negativen Spezifika bekommen. Das heißt, ich habe euch beiden jetzt entsprechend nochmal Punkte aufgeschrieben in Bereichen, wo ich denke, da ist noch was sein darf. Und zwar habt ihr beide halt quasi nichts auf geistige Talente. Also habt ihr da jeder nochmal 10 Punkte bekommen. Und Chrissy hat aufgrund seiner Hand-Augen-Koordination, die er hat, auch nochmal 5 auf motorische bekommen. Also. Tame lernen. Charger da. Einen Ausgang suchen hier. Oh, weiter. Oh. Mehr Diamanten. Ich komme hier runter für Certus-Quarz und habe 20 Diamanten. Ja, ich habe auch 12 wieder. Jetzt. Der muss hier irgendwo über mir sein. Ja. Ah, hier müsste ich irgendwo rauskommen, ne? Ja, da. Ja, da, wo ich mich einfach gerade ausgebuddelt habe, da ging es irgendwo wieder zurück. Ja, ich habe hier so eine Wendeltreppe hochgemacht. Fuck you. Zombie. Ist eigentlich echt praktisch, ne? Dass du so ein Infinite Inventar quasi hast, damit wenn du einfach unter dir alles rumschweben lässt. Ja. Schmeißt der noch die Blumen hier mit rein? Das ist kein Platz mehr für ein ganzer Cobblestone. Ich schmeiß einfach alles irgendwo rein, gerade, falls es nicht aufgefallen ist.
So, ne, ich habe jetzt die Seeds drüben bei den Melonen ins Wasser geschmissen. Dachte mir, das ist so ein Punkt, da läuft man nicht die ganze Zeit hin und her. Dann mach ich trotzdem Magnet erstmal jetzt aus. So hast du wieder kein Netherquarz hier. Hast du wieder alles verbraucht? Nö, das ist hier hinten in der Crate, weil ich das alles da jetzt einmal zusammengesucht habe, was ich brauche, damit ich das nicht überall immer raussuchen muss. Deswegen ist auch dann von dem Rix-Gedöns da mehr rauskommen. So Nummer 18. So. Charger. 5 Iron. So. Wo ist jetzt das Zert? Oh, da ist das Zert, das Quatsch. Ich wollte schon sagen. Ob das als Energie reicht. Okay. Acht. Ja. Wie viel Zertusquarz hast du noch? Noch 35. Charge Digger, oder brauchst du gerade noch welche? Ich brauche normales jetzt gerade. Du sollst deinen Magneten dafür ausmachen, sonst. Das geht aber recht schnell. Ich hab mal einen aus, ja. Ja, ich dachte, du wolltest mir gerade normales hinwerfen. Hab ich doch. Nö. Ach da, hey, wieso wurde das denn jetzt da reingesortiert? Okay. Auch geht aber recht schnell mit dem Chargen. Ja, fordert er da, egal welche, dass er ja selber dann umwandelt, die Energie, wie er braucht. Jetzt haben wir erstmal 18. Da fehlt halt immer noch Zertusquarz, ne? Wo hast du noch Charge oder normalen? Normales. Ich hab noch 11. Reicht das? Sehr unwahrscheinlich. Also ich habe jetzt noch 12 davon und brauche. Brauchen wir keine Rad, keine Charge. Ich weiß es nicht. So, ich nehme mal das hier und das hier und das hier. Was? Ich guck jetzt. Die Uncharged musst du einfach sonst da reinpacken und kurz warten, bis die so. Ich guck jetzt sofort, wofür ich die überhaupt gebraucht hatte. Ionenebene auf. War das für das ME-Drive? Nee, da brauche ich. Ich will die nur aufmachen, ich will nicht so genau. Text haben. Okay, brauch ich doch so ein Ding. Ja. So. Oh, 2 Diamanten wieder. Ja, hier hinten in der Kiste sind auch noch 5 Geoden. Das war das, genau. Das Terminal. Hier, Hyperion gedöns. Ja, ist noch 15. Hammer mal eben repariert. Mal ganz langsam. Ich
brauche das hier. Dafür brauche ich noch einen davon. Dafür auch. Das heißt, ich brauche noch 2 Goldbarren. Das ist so viel hin und her gecraftet, ne? Haben wir den Drive schon? Nein, den machst du ja auch schon. Okay. Ich bin dabei, das Ganze zu machen. Ich wusste gerade nicht mehr aus Wasser, aber es ist ja auch. Wo sind die Fluix? Hattest du noch Fluix-Dinger gemacht? Ich hab die alles gerade. Ach, da. Okay. Wenn, dann hast du welche. Naja, der hat das nur wieder Ding sortiert. Du hast das Ding von dem Quarzteil abgebaut. Anscheinend bin ich gerade kaputt gegangen, weil ich draufgehüpft bin. Was war das für ein Ding? Das sind 5 Stöcke, ich mach das eben. Das okay. Okay, das kann ich nachher ändern. Problem, so. Kann ich die eigentlich schon mal in Auftrag geben? Hier ist nur Bilder. Ja, no okay, das Ding ist. To work on this building. Ja, wenn der nicht weit nah genug dran ist, musst du sonst einfach nochmal abbrechen und dann oben einfach sagen, wer es bauen soll. Das reicht auch schon. Dann geht der da trotzdem hin, auch wenn er zu weit weg ist. Gerade so viel hin und her gerenne hier, ne? So. Ach, du bist ja gerade in Citizen dran. Ne, hier hör mal auf mit vorbei, kannst du auch essen. Left, right, red. Okay, also wir brauchen noch viel mehr Certus-Quarz. Okay, on my way. Also wir brauchen an sich, warte, um das einmal genau nachzugucken, 10 mal 4, 40. 40? Oh, okay. 40 normales Certus-Quarz. Okay. Tschüss. Essen. Dann können wir direkt... Ich baue jetzt hier gerade so weit, dass wir direkt 10 von den 4K Storage Cells haben. Das reicht dann auch erstmal für eine ganze Weile. Frage ist, sinnvoller einfach da unten rumzubuddeln oder halt einfach durch irgendwelche Minen zu laufen? Kann ich dir gerade nicht sagen. Hey, wofür bin ich gerade hin? Wofür brauchte ich dich denn nochmal? Genau, für den Engineering Process.
Zack. Okay, für dich brauchte ich zwei davon. Dann habe ich nämlich gleich schon mal das Drive fertig. Ja, das macht dann wenigstens einiges einfacher, wenn wir das Zeug ja nicht haben, ne? Ja, man hat nicht mehr so viele Kisten rumstehen. Na klar, du guckst, musst dann dazwischen nicht auch mal reingucken, ne? Aber ich würde dann vielleicht auf Dauer dann mal gucken, okay, vielleicht ein zweites separat machen, dann für Ärzte oder so, aber Hauptsache wir haben erstmal überhaupt eins. Hey, ne? Überhaupt nicht. Alles rein. Ganz egal, was es ist. Ganz ehrlich, das, was du beim letzten Mal gemacht hast, hier die Ärzte nicht mit rein, das ist Blödsinn. Du hast so viel Platz, bis das Ding voll ist, ne? Ich will mal suchen und suchen ist scheiße. Du hast eine Suchfunktion in dem Ding. Ja, aber da muss ich mal eingeben und ich kann das nicht. Faules Schwein. Sounds like me. So, more Zertusquarz. Kein Zertusquarz. Ganz. Magnet wieder anmachen. Magnet. Die brauchen so lange. Erleuchtet es. Ich meine, ich kann ja mal gucken, wie weit die Seeds jetzt gerade sind. Also bei mir haben sie halt extrem lange gedauert beim letzten Mal. Wir sind jetzt gerade bei 5%. Ja. Gut, dass die weit weggepackt ist, weil bei mir hatte ich die halt in der Nähe von dem Komposter beim ersten Mal gepackt und die haben die immer eingesammelt und dann hatte ich die irgendwo waren sie in irgendeinem Inventar halt nachher. Ja, ohne die kann ich jetzt auch erstmal nicht weitermachen. Also das braucht das Zertusquarz, beziehungsweise wir brauchen nur 38. Normales Zertusquarz, zwei haben wir noch. Ja, ich bin schon bei 11. Boah. Also anscheinend höher, also hier gerade einfach. Beziehungsweise ich guck mal nochmal. Massig. Ding. Gleich so. Oh, no, what? Schön. Ja, okay. Also nicht ganz runtergehen hat jetzt mehr gebracht. Hier irgendwo langlaufen. Gewächsskelett und Creeper und au. Au, au, au. Ja, toll. Der Hammer ist halt besser als mein Schwert, ne? Boah, passiert. Beziehungsweise das Schwert könnte halt einen höheren Attack-Speed haben. 1,6 und der Hammer hat, okay, 0,83, aber mein Gott. Das heißt, ein Schlag mit dem Hammer sind zwei mit dem Schwert. Da ist dann die Frage, ist der Hammer wirklich besser? Ja. Der Macher hat 10 Damage anstatt 8,5. Ja. Einmal 10 oder zweimal 8,5? Was ist mehr? Also ich habe jetzt zwei Schläge gebraucht, wo ich mit dem Schwert 3 brauche. Ja, aber du machst die 3 Schläge von dem Schwert schneller als 2 mit dem Hammer. Also ist das Schwert stärker. Ah, der Hammer ist besser. Safe. So, 33. Jetzt hört doch auf, die Leute auf den Sack zu gehen. Was ist das denn schon wieder hier? Wir sind ja Brickslabs. Hier, wie so ein Ding. Kann ich mir irgendwas Vernünftiges hier in den Kisten da drin sein?
Dünger. Karotten schon wieder. Lohnt sich halt auch gar nicht. Auch Skelett, gib mir noch nicht auf den Zeiger. Platz 38. Ach, das, ja, das an sich reicht das. Hört doch mal auf zu nerven hier, meine Götze. Och, der nächste, der am rumnerven ist hier. Sapperlot nochmal. Sapperlot nochmal. Ist hier raus? Ja, da kann ich raus. Kein Bock habt ihr unten noch zu sterben, muss ich sagen. Also, ich habe mich beim letzten Mal auch einfach rausgeportet. Was? Wenn sie von, Panda gepostet, matched, coached. So, hier kriegst du wieder tolle Items. 2 Quartz und bla. Das 2 Quartz hast du wieder eingesammelt, wenn du drauf standst. Wieder ausschalten. So, dann hängt jetzt alles eigentlich nur an den dem Pure Certus Quartz Crystal. Ich meine, man könnte jetzt einen. Wie geht denn das Ding immer kaputt, wenn ich da rechts klicke? Achso, wenn nichts drin ist wahrscheinlich, ne? Also wir könnten einen Crystal Growth Accelerator machen. Da bräuchten wir einen Fluix Block für. Ich muss also während der Überspannung die 1 drücken. Dann habe ich das. Und wie könnte ich mal eben machen. Geht das vielleicht auch, wenn ich Schienen anordnen, die Sticks. Nee, ich kann ja den Hebel da. Moment. Oben 3, rechts 3. Hallo. Ja. Das mag wohl sein, ja. Ja, natürlich. Vertical, White Bed, Brick, Oak, Clay. Jetzt finde ich den noch weniger an den Kisten, nachdem hier einfach alles durcheinander geworfen worden ist. Voll leise. Noch durchstarten. Muss ja leise sein, aber ich nicht. Nee, ich hab gesagt, heulleise. Heulleise. So, mach mal deinen Magneten auch hier jetzt aus. Ich brauch nur noch einen Eimer Wasser und dann. Einer ist aus, ja. So, ich hab gesagt, ein White Bed. Ich mach einfach eben noch mal einen Eimer. Geschissen. Keine Farbe. Was ist denn hier so ein Zeug?
Oil. Hast du vielleicht Öl da weggenommen, weil ich den gekippt habe? Ja, ich hab's entfernt. Oh. Yep. Genau. So. Los. Bugset. Da. Sollten jetzt eigentlich deutlich schneller wachsen, die Seeds hier. Hier Sand mit drin. Waren jetzt die gerade Wolle. Bei 6, sind jetzt bei 12. Easy. Wo ist die Wolle? So. Wer guckt schon den Sachen einfach langsam beim Wachsen zu? Omnidirectional Hopper. Naja, der war auch da mit bei diesem einen Raum drin. So viel schneller. So schön. Ja, meinst du, wie schön das ist, halt nicht immer auf irgendwelche Pflanzen warten zu müssen, weil die viel schneller da drin auch wachsen? Naja, sagen wir es so. Die Seeds sind jetzt bei bis zu, fast bei 50%. Was hat es gekostet, die Dinger zu machen? Quasi nix. Okay. Hatten halt nur nicht genug, also... Jetzt mit einem Fluix Crystal mehr hätte ich auch noch einen vierten machen können. Aber so ist auch okay. Ah, hier findet man nichts mehr wieder. Ehrlich, wo ist die Scheiße? Ich dachte hier noch gehabt. Nein. 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 Das ME-System ist ja fast fertig. Dann ist es egal. Ich will alles neu. Was brauchst du denn? Meine Schere. Kein Eisen mehr drüber. Wie das? Kein Eisen mehr? Hier Eisen halt raus. Ansonsten ist hier in der Crate müssten noch 6 Eisen sein. Ja, ich bin mal geflogen. Kommt her, Schafe. Ich brauch Wolle. Jawohl. Durch die Schafe und Kühe und sowas. Dabei gibt's einen Schäfer? Warte mal. Aber auf jeden Fall Schweinefarm gedöns. Schafhirte, ja, da, Hirte. Ach, der hat schlechte ja auch keine Schafe fangen. Hier. Okay. Nein, ich wollte das Schaf nicht schlagen. Mo. Endlich. Mhm. Das große Umsortieren. Kommt gleich einfach das Rucksack ausschalten und alles reinschmeißen. Button, Polish und Plating. Für mehr Energie hast du schon gesorgt? Achso, ja. Wir waren auf jeden Fall hier irgendwo. Da. Wie gesagt, da dürften wir gleich wahrscheinlich dann etwas mehr brauchen. Das waren die und darf.
Vielleicht ist alles einfacher. Gleich gehe ich hin, reiß alle Kisten ab und dann spamme ich erstmal eine halbe Stunde Linksklick. Ja, wird da wahrscheinlich dann einfach zwischendurch dann kollapsen, weil nicht genug Strom dann zur Verfügung ist. Ja, Also auf einmal auf Tag gehen gleich. Das ja. ist dann alles, was wir an Stromproduktion haben. Strom So, produziert und dann kümmere ich mich darum. Le Glas. Ich habe noch Auch noch. einen, ich habe noch 31 Glas. Ja, da sind Ja. noch. Liegen da jetzt hinter der Kiste, vor der du stehst. Das Crafting Terminal braucht einen. Und dann. Jedes Storage Cell. Okay, also brauche ich. Ja, egal, jetzt mache ich 12. Dann haben wir hinterher schon mal einen mehr, als wir brauchen. Schadet nicht. So. Wird gekraftet. Okay, ich glaube, die Phantome sind aber von dir. Hatten wir noch irgendwo Eisen? Ob wir noch irgendwo Eisen hatten? Ja, drüben in der bei der Schmelze. Jetzt ist da noch Carbon, ist da noch Kohle mit drin. Als ob hier Ah. überall Schieber rumlaufen. Es hat noch mal zwei Öfen. Platz da. Ja, selber schuld, du hast die Crafting Table da gebaut. Ich brauche das Glas wieder. Ich habe noch 7, kann ich dir anbieten. Ja, nehme ich besser als nix. Ach, die wurden. Ah, egal, falsch schon gemacht. Brauche ich gar nicht, Dinger. Stellt jetzt erstmal übergangsweise so aus. Egal. It begins. Easy. Erstmal da Solarzellen hin. Geht's los. Du hast da was am Bein kleben. Echt? Sollte es hier vielleicht gerade einmal weggehen, wenn ich jetzt alle Wäre Kisten nicht hier in der Nähe. abbaue?
bin ja gerade weg von dir. So, fand ich keine mehr. Kann man noch hier die Batterien aufbauen? Das sieht halt so bescheuert aus. Du hast gerade die Dachteile, die sind halt einfach Hälfte von dir groß, so, ne? Ja, guck mal im Stream allein jetzt gerade. Ja. Ich stell mal da eben noch ein bisschen weiter auf, ne? Das ist noch ein bisschen. Ja, komm mir nur jetzt gerade nicht zu nah, ne? Dann sammelst du die Items ein. Ausreichen. Was fliegt denn hier rum? Keine Ahnung, das konnte ich nicht einsammeln. So, hier drin hatte ich nichts mehr. Okay. Achso, kann ich die Essenskiste da auch abbauen oder? Lass die erstmal noch stehen. Okay. Sagen. Lass die erstmal noch stehen. Die Upgrade? Keine Ahnung, egal. Stil hast du gerade über Stahl eingesammelt. Achso. Achtung. Hier ist keine Energie. Die ist doch voll, die Energie. Was willst du von mir? Ich habe das Gefühl, das ist gerade überlastet hier. Meinst du? Obwohl hier noch genug Strom ist, so ist es nicht. Aber der sagt mir halt, ich kann halt gerade mein Jetpack hier nicht laden. Irgendwie die Leitung gerade überlastet. Ich wüsste gar nicht, woran das liegen könnte. Oh, Osmium, Mama. Oh, rüber. Barren mit. So optisch schön. Erstmal alles mit den Dinger hier zupflastern. So. Machen wir erstmal so. Ah, I did it. It's done. Winter auch noch leer machen. Außer die eine Festplatte ist schon komplett voll. Oh, shit. Ja, ne? Dann haben wir jetzt das ME-System wenigstens. Ja. Hat jetzt ja auch nur 2 Stunden gedauert. Easy. Beziehungsweise ich habe ja auch einiges von der Zeit mit Fliegen verbracht. Ja gut, stimmt wohl. Wir haben immer noch kein Junglewood. Nee, das ist richtig. Kann ja mal slash low locate. Ja gut, ist ja dann, wo du die Fest, Dings. Jungle so. Pyramid. Ja, aber da ist ja definitiv auch. Also, okay, warte mal. Polished Lantern, Claydinger. Moment, das mal eben nebenbei notieren. Was haben wir denn da? Minus 8608 und minus 3488.
8. So. Das heißt, es ist in diese Richtung. Nach. Oak, 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 oak. Ja, ne? I'm flying to the jungle. Sind ja nur 3000 in die eine und 8000 in die andere Richtung. Ist ja nix. What else? Dann gehe ich sonst gleich noch in Nether. Hol da nochmal Blaze Rods zum Upgraden von den Jetpacks. Dann haben wir da beide schon mal das Diamond-Ding. Ich dachte, du wolltest im Nether, wolltest Jungle Wood suchen. Ja, ja, ich flieg jetzt erstmal Jungle Wood holen. Ach, am Nether willst du das holen? Ich hab gesagt, ich hole jetzt erstmal das Jungle Wood und danach gehe ich dann gleich in Nether. Zwerg da, Madame. Das ist aber alles. Hey, du hast doch. Oh, lass dich entdecken. Kabelstil. So. Man sieht halt gerade bei mir nichts außer blau. Bin auch gerade nur auf Höhe 350. Weil man bewegt sich ja nicht vorwärts, wenn man nicht das Jetpack auch dazu aktiviert. Oh, Standbild. Hui! Ich falle. Und weiter. Sind ja auch nur noch 4000 Blöcke nach links und 1000 nach oben. Mir tut auch gar nicht der kleine Finger weh. Das wäre ja Quatsch. Ach ja. Und was machst du gerade? Solarzellen noch. Ja, aus den kleinen kannst du ja auch die großen machen, ne? Ja, ich mach die ganz großen, mache ich. Die Advanced, die genauso viel dann machen wie die Windräder. Ich könnte auch Windräder machen mehr, aber. Ich glaube, Solarzellen kann ich irgendwo besser integrieren, vielleicht nachher. Also sagen wir es so, ich hab zuletzt. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, 11 oder 13 Windräder. Und die haben eigentlich erstmal eine ganze Weile ausgereicht. Mit denen habe ich hinterher auch den Advanced Smelter zu 100% betrieben. Ich will halt mal gucken dann mit diesem Bio
nachher mal da mal reinlesen. Das, ich meine, die vier Batterien sind immer noch voll hier, die man auch erstmal noch genug. Ja gut, ich glaube tatsächlich so viel brauchen wir gar nicht. Weil es ist ja im Moment erstmal nur das ME-System und das Aufladen. Ja. Brauche ich gar nicht. Ey, nur noch 2000 Blöcke. Jetzt hier das Ding laden oder sagt er immer noch nö? Also ich konnte mein Jetpack gerade eben einfach laden. Ja, man wollte gerade einfach nur mit dem System da überladen, auch wenn der hier angezeigt hat genug Strom. Also 1000 Blöcke, dann bin ich im Dschungel. Hat dann auch nur ungefähr über die Hälfte des Jetpacks an Energie verbraucht. Teilweise findet man irgendwie einen Dschungel eh gar nicht anders, als wenn man da nicht slash locate eingibt. Und jetzt muss man bedenken, das ist der näheste Dschungel. Ja. Das war, also der näheste Dschungel zu uns ist halt 8000 Blöcke entfernt. So viel Spaß beim Suchen. Beziehungsweise die nächste Dschungelpyramide, ne, aber... Hey, Dschungel! Meine Karte sieht echt toll aus. Wasser, 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 Wasser. Ne, ich meine, ich kann sie dir ja gerade mal aufmachen. Ich meine einfach, wenn ich sie von oben angucke. Ah, leck gerade. Waiting for Server. Ah, da bin ich wieder. Ja, ist doch schön. So, also, erst einmal die ganze Zeit nach Westen und dann jetzt gerade das. So, dann haben wir jetzt auch das Jungle Wood, das du haben wolltest. Eine Hütte da. Oh. Hä? Ja, ja, die Kabel müssen da Ding. Nee, das muss nicht. Die muss nicht da oben dran, das funktioniert trotzdem. Achso, nee, die sind auch so breit, ne? Von denen kannst du nicht wie die Windräder einfach so nebeneinander stellen. Passt nicht da? Nee, nee. Schick, ne? Super. Doi. Ja, dann mach ich jetzt erstmal. Ach ja. Ändere ich später dann. ME-System steht, das ist erstmal die Hauptsache. Oh, gerade sagen, ich gucke dann eh noch, wie ich das hier weiter verändere noch. Gar nichts so, mehr zu essen. So,
Ja, wir hätten noch genug Blaze Powder für ein Diamond Jetpack, aber muss ja nicht, ne? Ich krieg mal eben noch Blaze Rods vorher. Was hat denn der für ein schönes Schwert gedroppt? Ein Lapis Lazuli Schwert. Ah ja. Da steht Blowing Döns da. Jetzt kann man sich ja auch Gott sei Dank leichter durch den Nether bewegen. Mit dem Jetpack. Ja. Mal einen Ofen mal hin, einen vernünftigen. Weiß ich mal die anderen Öfen ab. Der Hopper. Der Scheiß auch schon mal weg. Kohle mehr dafür. Ja, ich muss mal mit den ganzen Dingern her. Irgendwie muss ich die irgendwo mal verstecken, dann die ganzen Maschinen auf Dauer drin. Ja, du kannst dir ja ein Haus da ins Dorf bauen. Ja, ich guck mal irgendwie so eine Fabrik dann quasi irgendwie. Eine Fabrik ist jetzt ja, nicht unbedingt. Ein Gebäude, wo das halt Sinn macht, was, wo man reinkommt. Naja, was heißt, was halt Sinn macht? Ich würde halt einfach ein Haus bauen und dir da drinnen verstecken im Keller irgendwie. Ja, ich guck mal, dass ich vielleicht da irgendwann halt die Solarzellen aufs Dach klatsche noch dann. Kannst ja so machen, dass sie halt dann nur oben die Fläche rausgehen und der Rest ist unterirdischer. Kannst ja machen. Ich bin fast verreckt. Ja. Oben kommt auf jeden Fall noch raus. Ja, dann muss ich ja immer und so wenig wieder bisher rausgehen, dann reicht ja erstmal so. Gleich einfach Feuertränke machen. Ich verbrenne jetzt, oder? Spring ins Wasser, schnell! Ja, du mich auch. So. Soll ich dir dann dein Jetpack auch direkt upgraden? So, dann schmeiß mir das mal eben raus. Auch Strom. Ja, dann warte doch einfach kurz. Nervensäge. Ey. So. Jetzt kannst du da auch. Mensch. Boah, jetzt haben wir hier den Ofen stehen, dann. Was wollen Sie denn jetzt hier? Kuscheln. Ja, verdammt, das Ding hat 3 hochgebaut. Einfach in den Boden springen können.
Körper ist auch aggro auf mich. Aber der ist blöd. Eine Enderman-Statue. Ein neuer für die Sammlung. Wollte ja auch eigentlich nur nicht, dass der hinter die Dorfbewohner angreift. So, warte, die da hinten. Die hier hinten brauchte doch irgendwie Jungle. Jungle noch, ja. Was sollte sie sonst alles haben? Ja. Einfach nur ein Jungle, okay. Hast du ihr das gegeben gerade, oder? Ich habe kein Jungle Butter gegeben, nö. Okay. Hätte ja sein können. Ja, also, Ja, das ist ein Problem. Tower waren wir, das ist relativ stabil. Ich habe jetzt ein Fest, was auf dem Tower gibt. Kolbrak war ich schon. Läuft stabil. Du kriegst Kolbrak nur teilweise nicht down. Der steht dann einfach auf 1% und du machst kein Damage. So, dann baue ich mal weiter hier den Berg ab. Noch ein bisschen. Ist da auch noch dran? Leisure Plate, Madame. Reißt der eh was ab. Oder das Haus ausbaut. Emergency Hover anmachen. Yeah. So was brauche ich nicht. Krieg ich einfach keinen Fallschaden. Sachen auffüllen. Löcher auf. Große Löcher auffüllen. Ich meine, glaube ich, aber ein bisschen erstmal Ende im Stream. Erstmal jetzt einfach nur offline ein bisschen Terraform. Wenn ich wieder baue, streame ich dann. Ich werde jetzt eh nur noch Terraform, bis ich Ende mache mit Minecraft.